Nach zwei erfolgreichen Ausgaben in den vergangenen beiden Jahren gibt es auch für 2023 wieder einen Jena-Kalender. Der stellvertretende OTZ-Chefredakteur Tino Zippel zeigt auf seinen 12 Fotografien die Stadt von ihren schönsten Seiten. Am Thema hat sich im Vergleich zu den Vorjahren also nichts geändert. Mit dem Kalender sollen auch diesmal wieder Spendengelder für das Hospiz in Lobeda Ost gesammelt werden. Ja, zu dem Kalender kam es in der Corona-Pandemie, weil schlagartig mein Hobby Fußball weggefallen ist und ich einen Ausgleich brauchte. Und da bin ich mal joggen gewesen, habe gesehen, welche tollen Motive man da eigentlich fotografieren könnte. Und da bin ich dann ab dem zweiten Tag nicht mehr nur mit Turnschuhen losgezogen, sondern habe die Kamera und das Stativ mitgenommen. Und so sind die ersten Bilder entstanden und daraus hat sich die Idee entwickelt, einen Benefizkalender zu drucken. Der Kalender wird von der Ostthüringer Zeitung herausgegeben und ist in den Formaten A2 und A3 sowie als Tischkalender erhältlich. Die Stadtwerke unterstützen die Aktion mit einem vierstelligen Betrag und kaufen außerdem ein Kontingent an Kalendern. Diese sollen künftig an Unterstützer von Jena-Crowd-Projekten verteilt werden. So werben die Stadtwerke zugleich für ihre Crowdfunding-Plattform. Aber auch die Unterstützung des Projektes an sich ist dem Unternehmen wichtig. Das passt so gut zusammen. Ne? Wir als Stadtwerke-Gruppe sind präsent in der Stadt mit unseren Dienstleistungen, mit unseren Angeboten. Auch hier im gemeinsamen Kundencenter ist ein Ort geschaffen worden, wo wir in der Stadt einfach sichtbar sind und gesehen werden. Und der Kalender bildet vielfältigste Motive der Stadt ab. Also es ergänzt sich einfach ganz perfekt. Und was eine ganz tolle Sache einfach an diesem Projekt ist, dass der Verkaufserlös einer guten Sache zufließt, nämlich dem Hospiz in Jena. Und das unterstützen wir natürlich wahnsinnig gerne mit. Das Hospiz in Lobeda Ost ist auf Spenden angewiesen. Denn die Krankenkassen übernehmen nur 95% der Kosten. Die restlichen 5% muss das Hospiz selbst finanzieren. Insgesamt rund 100.000 Euro jährlich. Die Kalenderaktion brachte im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Euro Spendengelder ein. Das ist enorm hilfreich, einmal was den finanziellen Betrag anbelangt, aber andererseits wahrzunehmen, auf wie dankbare Boden quasi dieses Hospiz in Jena fällt, dass die Menschen wissen, das Hospiz ist darauf angewiesen, dass es unterstützt wird und dass diese Unterstützung auch fließt. Auch in diesem Jahr sollen die Fotografien wieder in einer Ausstellung in der Goethe-Galerie gezeigt werden. Als Zeitraum sind die letzten beiden Oktoberwochen geplant. Zeitgleich werden die Bilder auch versteigert. Der Kalender kann im Pressehaus am Holzmarkt und bei verschiedenen Einzelhändlern in Jena erworben werden. Online ist er demnächst unter lesershop-thüringen.de verfügbar.